Drei Monate nach dem spektakulären Juwelenraub aus dem grünen Gewölbe in Dresden hat die Polizei eine Spur zu den Tätern. Die Sonderkommission hat nun ein Phantombild veröffentlicht. So soll einer der Räuber aussehen. Der Raub im November 2019 war eine Sache von wenigen Minuten. Mit brachialen Axtschlägen zertrümmert zwei Unbekannte vor laufender Überwachungskamera eine Vitrine und raubten unersetzliche Schmuckstücke des sächsischen Staatsschatzes. Dann versprühten sie Feuerlöschschaum, um Spuren zu verwischen. Danach flohen die Täter in einem Audi A6, der später ausgebrannt gefunden wurde.